Wir haben jetzt hier unseren Gast gewechselt. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Elisa Fuchs. Sie sind eine der Referentinnen des Abends über Italien und vielleicht sogar selber Zeitzeugin oder haben selber einen starken Bezug zu dem Land Italien. Sonst nehme ich an, würden Sie nicht über den Abend referieren. Und bevor ich jetzt noch eine andere Frage stelle, interessiert mich natürlich zuallererst, wie Sie dazu kommen, über dieses Land und über die Thematik der Frauenrechtsbewegung in Italien in den 70er Jahren zu referieren. Ja, also ich bin über Meier drüber gekommen, ja, wir haben uns getroffen, gedacht, ja, das ist eine gute Idee, nicht nur jetzt die Schweiz zu feiern mit ihren nur 50 Jahren Frauenstimmrecht, sondern ein bisschen darüber hinaus zu schauen, insbesondere in den Süden, weil es ja sehr viele Länder gibt, die waren sehr viel weiter als wir und von denen können wir auch was lernen und haben auch die Feministinnen damals etwas gelernt. Ich war in den 70er Jahren, ich war sehr feministisch bewusst, aber ich war nicht direkt in der Frauenbewegung engagiert. Ich war mehr in der Solidaritätsbewegung mit Afrika, in politischen Bewegungen und so. Und warum der Feminismus dann zunehmend wichtig geworden ist für mich auch, das ist eigentlich eine Geschichte, die hat eben mit Francesca zu tun. Francesca Danino aus Genua, sie ist eine italienische Juristin und wir haben uns kennengelernt in Maputo, Mosambik. Und wir hatten mit sehr vielen anderen Kooperantinnen aus den verschiedensten Ländern zusammen, hatten wir eine Frauengruppe, wo wir uns ausgetauscht haben über unsere Erfahrungen in Mosambik, über unser Leben als Frauen. Und die einzelnen Frauen haben auch über ihr Engagement in der Frauenbewegung in den jeweiligen Ländern gesprochen. Und da hat mich die italienische Frauenbewegung, die von Francesca und Bettina und auch anderen Frauen dargestellt wurde, sehr fasziniert, weil es war eine sehr vitale, eine sehr breite Bewegung, die, ich denke, im Rahmen dieser neuen autonomen Frauenbewegung der 70er Jahre, die ja nach 1968 entstand, war die italienische in Europa eine der stärksten, eine, die am meisten ausgestrahlt hat. Sehr spannend. Ja. Francesca Danino, noch für unsere Zuhörerin zu sagen, ist die zweite Referentin des Abends, also Sie werden das mit ihr gemeinsam machen. Ich werde sie vor allem befragen, ja, weil sie ist die Spezialistin zu dieser Frauenbewegung. Ich habe natürlich viel gelesen jetzt und mich vor allem mit Carla Lonzi auch auseinandergesetzt. Vielen, vielen Dank. Ja. Man hört, dass Sie sich sehr intensiv vertieft haben in die Frauenrechte, Frauenrechtsbewegung in Italien. Wir spucken auf Hegel, ist der Titel des Abends über Italien. Und ich würde sagen, es macht auf jeden Fall Lust, mehr zu erfahren, mehr zu hören und dann auch wirklich Francesca Danini kennenzulernen und das Gespräch zwischen Ihnen mit zu verfolgen. Vielen Dank für die vielen Details.